Heute gibt es das erste Video aus meiner Herbstliebe-Reihe, denn ich liebe den Herbst und ich wollte dem eine Videoreihe widmen. Und das erste ist heute ein Get Ready With Me. Is passing over and it feels like a dream. I could run and look. Falls du noch Ideen oder Videowünsche hast, die ich in dieser Herbstreihe machen kann, dann schreib sie mir gerne. Ich würde mich sehr darüber freuen. Aber wir fangen dann jetzt erstmal an mit dem Make-up. Und da lege ich erstmal los mit einer Foundation. Ich finde es im Herbst auch sehr wichtig, Sonnenschutz zu tragen. Es ist zwar dann etwas kühler, aber trotzdem scheint die Sonne draußen ja meistens zum Glück. Deshalb fange ich erstmal an mit der CC Cream von Bourjois und trage sie mir einmal in das gesamte Gesicht auf. Dann mache ich weiter mit dem Augen-Make-up und trage mir erstmal den Paint Pot Soft Orca von MAC auf das Augenlid auf als Base. Und darüber kommt dann eine Lidschattenpalette, nämlich die In The Buff. Davon nehme ich mir erstmal die hellste Farbe und trage sie auf dem gesamten beweglichen Lid auf. Und übrigens ist diese Palette ja das perfekte Dupe zur Naked 2. Dazu hatte ich auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir gerne nochmal hier. Danach mache ich weiter und zwar schattiere ich mir einmal meine Lidfalte wieder und dafür nehme ich mir einfach so einen fluffigen Blendepinsel und gehe damit in diese eine bräunliche Farbe rein, die ist so matt. Ich finde, damit sehen meine Augen dann direkt schon etwas größer aus und der Effekt gefällt mir ganz gut. Ich will eigentlich nicht, dass das Augen-Make-up obenrum sehr dunkel ist. Danach nehme ich mir meinen Impressive Gel Kajal vom P2 und fülle mir einmal damit die Wimpern auf. Die werden dann auch einmal nach oben gebogen und dann auch schon getuscht. Und heute nehme ich wieder die L'Oreal Schmetterlings Intenser Mascara. Ich bin nach wie vor noch nicht von den Socken gehauen worden von ihr, aber sie hat noch Welpenschutz. Deshalb teste ich sie auch noch fleißig. Und danach geht es weiter mit Concealer und da mache ich mir erstmal mein Schwämmchen nass. Und danach trage ich meinen Maybelline Highlighting Concealer auf, einmal unter den Augen und auch an der Nase, damit das auch dort so ein bisschen gehighlightet ist. Das Ganze wird gesettet mit meinem MAC Mineralize Skin Finish. Und das Puder drücke ich so mit dem Pinsel rollend in die Partien ein. Und danach wird noch gebronzt. Und heute nehme ich den Hoola Bronzer mal wieder und konturiere mir damit einmal mein Gesicht. Für die Wangen habe ich heute wieder meinen Maybelline Blush. Den vergötter ich im Moment sehr. Und dann vollende ich noch das Augen-Make-up und zwar trage ich mir dann am unteren Wimpernkranz eine recht dunkle Farbe auf. Ich möchte, dass es dort mehr schattiert wird und das ist die zweitdunkelste Farbe aus der W7 Palette und damit kreiere ich so einen Möchtegern, so einen leichten Grunge-Look, würde ich jetzt sagen. Und dann wäre ich eigentlich auch schon fast fertig, nur irgendwie fehlt ja was an diesem Look und da ich im Moment ein großer Fan von diesen ganz betonten Augenbrauen bin, werden die natürlich jetzt nochmal richtig kräftig nachgemalt und dafür benutze ich im Moment mein neuestes Schätzchen, das ist nämlich von Anastasia Beverly Hills. Ich habe die Farbe Dark Brown, das haben mich ganz viele gefragt und ich finde eigentlich, ich habe damit einen guten Griff gemacht, also die Farbe passt eigentlich recht gut. Damit male ich mir erstmal die Augenbraue vor, also den Rand male ich damit einmal so, wie ich die Form gerne habe. Und aufgefüllt wird das Ganze aber dann mit dem Art Deco Puder in der Farbe 2. Ich finde, das macht das Ganze ein bisschen natürlicher. Wenn du es stärker magst, kannst du es natürlich auch mit dem Gel dann noch auffüllen. Und damit das alles noch ein bisschen weicher wird, bürste ich das Ganze nochmal ein bisschen aus. Und ich finde, das sieht eigentlich jetzt relativ normal aus, auch wenn es irgendwie betont ist. Also mir gefällt der Look sehr gut. Ich weiß, dass es viele gibt, die den nicht schön finden, aber auch viele, die den mögen. Aber ich mag ihn im Moment wirklich sehr gerne. Auf die Lippen kommt dann nochmal meine Mango Butter von The Body Shop. Und dann bin ich auch schon fertig mit dem Make-up. Let's break away from what we know. Just say the word, just say go. To make our move.
Und es geht weiter mit den Klamotten. Und im Moment trage ich total gerne diesen Schal und dann natürlich auch noch Stiefel. Und die hier habe ich neu gekauft, jetzt gerade bei Deichmann. Die finde ich total schön und gemütlich. Die haben halt auch nicht so einen hohen Absatz, sondern damit kann man wirklich toll lange laufen. Und sie sehen aber trotzdem sehr schick aus. Und mein allerliebster Pullover im Moment ist dieser weiße, dieser ja so ein bisschen gehäkelte, würde ich sagen. Den habe ich auch ganz neu von H&M, also der ist wirklich aktuell. Und der ist auch so ein bisschen wabbeliger, aber trotzdem irgendwie figurbetont. Ich finde, das hat man nicht oft bei solchen Klamotten und ich mag ihn total gerne. Und meinen Schal, den darf man natürlich nicht vergessen, den habe ich auch neu und zwar bei Vero Moda gekauft. Der ist von Pieces und ich finde, zu diesem Schal passen ganz, ganz viele Farben, weil da drin auch schon Rosé und Grün und auch Blau drin ist. Schick mir gerne deine Outfit- oder Make-up-Inspiration auf Instagram. Dort kannst du mich verlinken und unter dem Hashtag Herbstliebe werde ich mir dann auch alles anschauen. Ich freue mich auf eure Bilder und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.